So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu den letzten beiden Spielen, die ich selbstverständlich nicht simulieren werde. Hallo? Hier wird nichts simuliert. Das wird alles schön durchgezogen. Es geht jetzt um nichts mehr. Das heißt, wir können mal ein bisschen experimentieren. Könnten mal wieder das Spielsystem probieren. Und ich würde eigentlich auch mal gerne eins spielen. Warte mal. Ja, doch. Ich würde gerne mal einfach eins probieren. So ein bisschen im Barcelona-Style. So. Genau so. Wie die Aufstellung dann aussieht, das. Obwohl, das mache ich kurz jetzt. Warum auch nicht? Vorne brauchen wir Grimaldi. So. Moll und. So. Rest passt für mich. Obwohl, warte mal. Ja doch, machen wir mal. Jetzt habe ich es überschrieben, ne? Ups. Aber wir können ja eh nichts mehr hinzufügen. Von daher gesehen ist das egal. Jetzt probieren wir das einfach mal. Ach ja. Und vielleicht ist ja noch ein Jugendboy erwachsen. Nein, natürlich nicht. Scout-Abschlussberichte. Eieieiei. Kümmern wir uns später drum. Wir spielen jetzt ein bisschen Fußball. Da habe ich nämlich ziemlich Bock drauf. So. Aber wie schon angekündigt. Hä? Wie schon angekündigt, rotieren wir natürlich. Mehr oder weniger zumindest. Also, wen ich auf jeden Fall dabei haben möchte, ist Hughes. Kaizumi darf von Anfang an. Und rechts spielt Bela. Kaga muss auch mal wieder spielen, eigentlich. So, Doppel-6 mit Chen und Stirlin, und Losada. Wo ist denn der Smith? Smith. Es war doch so, dass. Ja, genau. So. Okay. Ja, doch. Und Hein darf ran. Leverenz kommt auf keinen Fall mit. Der bleibt für immer zu Hause. Berl kommt noch mit. Dich wechsle ich eh nicht ein. Gut. Probieren wir das mal. Ach, naja, Holl spielt ja noch. Naja, okay. Aber das ist okay. Das ist ja eh so seine Position angeblich. Sauberer Schuss. Kann also nur gut werden. So, einfach versuchen, ein bisschen Spaß zu haben. Und ich darf mich dann mal nicht aufregen, wenn es nicht gut läuft, weil bei der Aufstellung darf das auch ruhig nicht gut laufen. Aber das fällt mir immer schwer. Ihr kennt mich ja. So. Viel junges Gemüse jetzt da. Gucken wir mal, wie wir das umsetzen können.
Oh, der Pass war natürlich richtig kacke von Koizumi. Hughes klärt das gut. Da war es dann ein bisschen zu eng. Oh. Der Kahir kriegt ihn leider auch nicht final weggeleert. Drauf, drauf. Ja, zum Glück setzt sich Shen dadurch. Ah. Oh, Shen holte sich wieder. Ja, nee. Gut gedacht, aber Matthews ist sauschnell. Jesus. Richtig den Turbo am Start. Und dann kriegen wir irgendwie den Einwurf geschenkt. Ah! So, Koizumi. Ah, oh, Heim. Schade. Wenn er den vernünftig anbringt, wird es gefährlich sogar. Ja, ist anstrengend noch. Sehr durcheinander bis jetzt. Einfach umgerannt, ist immer gut. Bester Einsatz. Oh, Tor. Und dann sowas. Ach, Flüche. Bücher. Konstantin Kerschbaumer. Kerschbaum. Ich bin eher medium begeistert bis jetzt. Kann nur besser werden. Aber es geht ja bekanntlich nur noch um die goldene Ananas, von da gesehen. Müssen wir uns vielleicht trotzdem nicht so vorführen lassen. Aber gut, ich bin entspannt. Jo. Der Kittel. Flüche. Oh. Es war kein Foul. Dieses Spiel. Wenn man denkt, es sei ein böses Foul, ist es kein Foul. Wir spielen ganz ekelhaften Fußball. Nee, Koizumi, das ist nicht gut. Das kannst du momentan in der Pfeife rauchen. Da war noch nicht eine Aktion dabei. Ja, ne? Und so. Hannover mit einer Variante. Und der kleine Koizumi, wow, er gewinnt sogar. ZOMs immer so klein sein müssen. Nein, spiel ihn doch runter auf Pilar. Sie wollen aber auch einfach nicht. Wenn es mal eine Gelegenheit gibt, dann wird die auch konsequent nicht genutzt. So, wenn er den Pass vernünftig spielt, tut er aber halt nicht. Siehst du? Also das Spiel ist, glaube ich, ist erst 25. Minute, aber es scheint eins dieser Spiele zu sein, wo die Spieler nicht wollen. Weil den Pass gerade eben, den hätte man anbringen können, Herr Bela. Die Sechser traben nur hinterher, wir gucken generell eigentlich nur zu und haben richtig Glück, dass Belkaia den Ball da irgendwie rauskratzt. Sonst wäre das schnell ekelhaft geworden. Wahnsinn. Ich mag das Spielsystem generell nicht. Ich möchte nur mal ausprobieren, wie das hier so bei dem Verein läuft. Ich meine, mit der A11 sähe das bestimmt auch nochmal anders aus. Aber, ach komm schon. Ja, ja. Ja, Schritt zu spät. Stierlin steht eigentlich nur in der Gegend rum und macht gar nichts. Alter, Ingolstadt spielt richtig gut. So, jetzt mal mit. Ja, natürlich kriegt man den Ball da nicht.
Furchtbar. Zu weit weg. Zu weit weg. Wieso geht Koizumi denn da nicht drauf? Oh, ja. Und wieder. Wieder diese zweiten Bälle, die man dann nicht kriegt. Nee, nee. Da lege ich mich jetzt schon fest. Das wird nichts. Da muss man kein Hellseher sein. Oh, ist das träge. Ach du Kacke. Schritt zu spät. Actually gut. Wieso spielst du ihn denn dem Gegner perfekt in den Fuß? Ich verstehe es nicht. Und auch nicht zum ersten Mal heute. Ist ja nicht so, dass die Jungs wahrscheinlich ziemlich motiviert sind. Ach, der Vorteil war doch schon weg. Als ob die da jetzt so eine Kackleistung an den Tag legen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oh, Koizumi. Und es war ein Foul von uns. Klar. Das ist doch Schwachsinn. So viel zum Thema nicht aufregen. Gut gemacht. Jetzt haben wir so viel Platz. Koizumi! Ich wechsle dich gleich aus. Noch so eine Sache und dann... Ja, genau, wechseln wir Hall aus. Hughes mit guter Sprungkraft. Ja, das kann man bis jetzt echt knicken. Oh, das ist sogar ein Heimspiel. Oh, die armen Fans. Er bringt es einfach hinter uns. Oh, so nee. Als ob wir nicht da wären. Klar. So kann er den Ball auf jeden Fall annehmen. So. Mal ein vernünftiger Ball auf Hall. Der ihn aber A nicht gut annimmt. So geht das, Koizumi. Und Bela nimmt ihn auch richtig gut mit. Und unten ist Archie Hall. Jawohl, Jungs. Es geht doch. Es geht doch. Das ist halt der Vorteil an diesem Spielsystem. Und einfach richtig gut gemacht von Hall. Ja. Und der Torwart kann ihn auch eigentlich haben. Da könnten wir dann nicht meckern. Oder dürften nicht meckern, eher. Aber so ist das natürlich auch nicht schlimm. Und der Archie trifft mal wieder. Was sagt man dazu? Das war meine Schuld. Das heißt Spielsystem, ey. Der geht sonst wohin? Und übrigens, Hein spielt auch mit. Genau der da. Guter Kopfball, aber leider zum Gegner. Das macht Stirling gut. Oh. Schade. Ja, Koizumi hat heute keinen guten Tag. Kein Foul? Okay. Ich dachte schon. Ja, komm. Gerade auf der Position ersetzt. Hat sein Tor gemacht. Der einzige A11-Spieler. Guter Ball von Shen. Gut. Nee,
Casa Day, ich traue mich nicht. Jetzt ist dann dein Moment da. Ich will nicht wissen, wo diese Flanke hingegangen wäre. Und Ingolstadt heute mit richtig viel Glück bei den zweiten Bällen. Ah, wieso läuft Bela denn da nicht weiter? Oh. Aber immerhin können wir Ingolstadt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser... Ah! Ne, vom Spielen abhalten. Das war riskant, hat aber geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Wie hat dieser Shen zwei Tore gemacht? Das wüsste ich echt gerne. Als am Spieler wechseln. Oh, was eine Hammerflanke. Können wir von Glück sprechen, dass der nicht reinging? So, Kaga kommt noch. Ein Wechsel haben wir noch. Bringen wir mal den Paul, ha? Hughes muss dringend an seiner Ausdauer arbeiten. Während dringend. Komm schon heim. Richtiges Kopfballduell. Gut. Und auch Kaga gewinnt. Sehr gut. Sehr gut. Wow! Das wäre halt das Random-Tor überhaupt gewesen. Geile Ballannahme, Kaga. Richtig gut. Schon Losada. Ja. Top. Da ist er wieder. Perfekt geklärt. Und natürlich keine Ecke. Respekt, Ingolstadt. Oh. Aber man merkt jetzt so ein bisschen mehr Entschlossenheit bei uns. Ja, voll. Konzentriert in den Zweikämpfen, unkonzentriert bei den Pässen. Aber hey, immerhin. Bei einer Sache konzentriert. So. Die Arbeitsbereitschaft ist jetzt schon relativ gering, leider bei unserer Offensivabteilung. Weil wird irgendwie ins Ausgestolpert für Ingolstadt. Hör! Hätte man auch vernünftig klären können. Gut. Komm schon, Kaga. Gut. Ja. Oh Gott, Bela ist richtig im Popo. Auch schon lang nicht mehr getroffen. Und auch dieses Mal leider nicht. Oh. Ja, natürlich. Ja. Klar. Alter. Sure thing, bro. Fehlt eigentlich nur noch, dass wir kurz vor Schluss das zweite Gegentor reingedrückt kriegen. Oh, da war schon wieder diese Hacke. Ich hasse diese Hacke. Gut, schön. Kasadei. Zum Glück erhalten wir irgendwie den Ball. Ja! Richtig guter Lauf da von Stirling war das, oder? Müsste gewesen sein. Ja.
Tage stolpert ihn irgendwie ins Tor. Mein Hund kriegt gerade eine Niesattacke. Bam! Erstmal auf den Boden geschmissen. Und der Kager trifft auch nochmal zum Schluss. Das ist doch schön. Das ist doch super. Und dann gewinnen wir das jetzt hier, oder was? Hätte ich nicht gedacht, so wie das angefangen hat. Und glaube ich auch erst, wenn abgepfiffen wird, aber... Scheint ja. Ne? Ah. Fast reingespritzt. Jo. Irgendwie noch reingehauen, oder was? Not bad. 4 Schüsse. Das ist natürlich ziemlich beschämend. Wenn man mal bedenkt, was wir sonst immer so abgebrannt haben diese Saison. Mainz. Mainz. Bestenfalls in der Relegation. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir leider gar nicht. In der Nachspielzeit, ja, stimmt. Aber gut. Kurz und schmerzlos. Und dann gibt es auch noch das letzte Spiel, letzte Spieler des Monats April. Das ist ja hervorragend. Und dann bringen wir die Saison vielleicht sogar mit. Also über 70 Punkte ist gut. Das ist echt in Ordnung. Irgendwelche Entscheidungen im Keller. Kiel geht runter. Ich glaube, das steht schon mal... Ah, nee, steht nicht fest. Oder? 19, Tordifferenz, 15. Ja, also wenn es ganz... Oh, und vor allem haben sie noch ein Spiel mehr. Okay, dann ist natürlich noch überhaupt nichts entschieden. Spielen wir nicht sogar gegen Kiel als nächstes? Ja. Kiel ist unser letzter Gegner und vielleicht schießen wir sie in die dritte Liga. Das wäre natürlich sehr schade. Aber gucken wir mal, wie das läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Und jo, dann sehen wir uns da. Macht's gut, Leute. Tschüssli.